sind wir wieder beim Bus Simulator 21 und wir stehen vor unserem neuen Bus, unserem immerhin hier. Und das, schön, dass ihr wieder dabei seid auf jeden Fall, und ich habe mir nochmal die Aufnahme angehört. Das war in den ersten paar Minuten der ersten Folge, war das halt so, weil das Mikrofon ein bisschen nah an meinem Mund war. Jetzt ist alles super, jetzt klingt auch alles super und ich freue mich dabei, dass alles tutti ist mittlerweile. Ja, hallo, und ich möchte hier mal meinen Bus. Wollte gerade sagen, mein Freund, das. Oder fährst du selbst? Ich fahre natürlich selber. Hallöchen. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Na, Verkehr habe ich immer gut, habe ich immer Augen. Was? So, okay. Gehen wir los. Legen wir los. Wir fahren hier rechts raus. Guck mal, der lässt jetzt sogar durch. Geil. Dankeschön. So, Uschi möchte noch immer. So, nehmen wir die mit. Müssen wir hier durch jetzt? Müssen wir hier dran? Ist das die erste Haltestelle? So, du willst auch noch. Also war doch die erste Haltestelle, okay. So, was möchtest du denn überhaupt? Ein Studententicket möchtest du haben? Einfache Fahrkarte und eine. Dann kriege ich von dir insgesamt 1,80 Euro, also 3,20 kriegst du zurück. Hat mir gestern die Seele aus dem Leib getanzt bei der Party. Ich bin okay. Immer noch völlig fertig. Du möchtest eine normale Karte, eine einfache Fahrkarte und gib die. So, 2,20, 2,80. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Ich wollte dir eigentlich gerade den Wechselgeld geben, Digga, aber okay, danke schön für das Trinkgeld. So, welche Fahrkarte? Du kriegst ein Seniorenticket, Digga. Und eine einfache Fahrkarte. Ne, du hast 3 insgesamt. Warum auch immer. Danke. Hat er das jetzt selber gemacht oder hat er den jetzt quasi mehr oder weniger. Ne, oder nicht? Okay. Warte mal, Butter-LED. Letzte Haltestelle. Lass jetzt nochmal rein. Kasse verlassen. Oh, Alter, bremst doch nicht mitten auf der Straße. Oh, nee, Alter, will ich nichts abbiegen. Okay, alles klar. Puh. Ich habe das ja schon in der letzten Folge ein paar Mal erzählt, dass ich tatsächlich beruflich Busfahrer bin. Damit ein bisschen weiß, was ich hier tue. Hier links, ne? Ja, ist mir egal. Ach, die. So, warte mal. Ich schick mal. Ich bin sofort bei dir, ich muss den. Ach, so jetzt. Ja, dann werfen wir mal die. Eigentlich war das jetzt anders geplant. Einsam allein, glücklich zu zweit. Ich war eigentlich jetzt anders. Ich vergessen. Macht aber nichts. Okay. Ich mach sofort wieder auf, ich muss gerade nur ein bisschen durch. So, jetzt. Hi. Ich brauche eine Fahrkarte. Wow, kein Problem, machen wir doch. Du kriegst ein Studententicket. Einfache Fahrkarte und. Aus. 18,20 Euro, Alter, du zahlst 20. Oh, gut. Das mag ich sagen, ich möchte persönlich auch, ne? Wenn die solche einfachen Tickets mit den großen Scheinen zahlen. Ich muss einen Termin für meine Massage machen. Mein Nacken. Au! Normale Tageskarte. So. Du willst auch eine normale Fahrkarte?
Und das halt kostet Zeit. Ich weiß, dass ich übelste Verspätung habe, aber das kostet halt auch Zeit. Klar. Und Fahrkarten zu. Ich guck gerade. Also du brauchst eine Tageskarte. Du brauchst sogar zwei Tageskarten. Warum auch immer. So. 2,60 Euro kriegst du zurück. 50. Danke. Jo, alles gut. Wunderbar. So, Kasse verlassen. Ich guck mal gerade noch schnell die Fahrkarte durch, ob die irgendwie. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer. Oh, Entschuldigung. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ja, aber jetzt. Ich wollte mich eigentlich nicht hinsetzen. Ich wollte die Fahrkarte. Naja. Hier. Warte mal. Auch das. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander kreuzen können? Das gilt sogar für Pumas und Luchse. Was? Ach so. Hier. Okay, das heißt, alle haben eine Fahrkarte, das heißt, momentan haben wir noch keine Schwarzfahrer dabei. Da habe ich dich schon gefragt, die zwei Jungs. Hier ist die Fahrkarte. Klar. Und hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mauzi. Gut, das interessiert mich nicht, ob deine Katze Mauzi hat oder sowas, aber. Wir machen weiter. Vorteil ist, dass ich zum Beispiel keine Fahrkarten, die Fahrkarten am Einstieg kontrolliere und nicht erst beim. Ich nochmal durchgehe. So. Das ist jetzt ein kleiner Verkehrsstau. Muss man halt damit rechnen, dass immer mal wieder Verspätung kommt. Also, aber es kommt aus verschiedenen Gründen immer mehr, pünktlich, oder immer pünktlich. Warte mal, kann ich jetzt wieder Zimmer kommen? Ich fahre so schon sehr gerne auf dem Fenster. Sei es im Auto, sei es im Bus. So. Also, verschiedene Gründe sind halt auch unter einer Fahrkartenkontrolle, Fahrkartenverkäufe. So, dass wir Leute diskutieren müssen. Klar, Verkehr ist immer, klar, immer ein Punkt. Das verstehen manche Leute einfach nicht, die dann einfach sagen, dass wir diskutieren, nee, sie sind ja von mir zu spät. Ja, und dann ist es halt einfach so. Manchmal ist es halt nicht, nicht änderbar. Und, so. Ja, das ist der Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Hi. Okay, das kann ich verstehen, dass man überhaupt mal mehrere haben, aber was will ich mit drei Ständen-Tickets, weil man bringt dann Leute noch was mit, ja klar. Kriegst du gar nichts. Müssen wir jetzt? Jerry Drive. Die Jetty Drive. Wie bringst du ein Eichhörnchen dazu, dich zu mögen? Behalte dich wie eine hohle Nuss! Autsch. Studenten, Digga, du brauchst eine Tageskarte, Digga, und dein Gewinn. Du brauchst Restgeld natürlich, das kriegst du auch noch, natürlich. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Natürlich, junge Frau, das machen wir doch glatt. Achso, Restgeld als 40 noch. Natürlich. Danke. Du möchtest ein Seniorenticket. Eine einfache Karte. Warte mal, halt eins. Du bekommst noch 3,20 Euro zurück.
nach der nächsten Haltestelle kontrollieren wir nochmal Tickets, weil vielleicht haben wir dann nochmal wieder den einen oder Schatz. Aber ich vermute, dass wir auch irgendwo ein paar bestimmt ein paar verpasst haben. Sehr modisch, diese Rosa. Mal kurz ein bisschen gucken, ob wir nicht irgendwie einfach so sehen. Links ist frei, rechts ist auch frei, also kann man fahren. Der Fahrgast muss aussteigen. Ne? Das ist eine Haltestelle, das ist normal. Wenn er gedrückt hat, ist es kein Problem. Wiedersehen. Hi. Moin. Mein Fahrgast möchte eine Fahrkarte. Was möchtest du denn haben überhaupt? Ein Seniorenticket, eine Wochenkarte und zwar zwei Stück. Machen wir doch. Kriegst du 2 Euro. Und tschüss. Nächste bitte. Eine normale Fahrkarte. Eine einfache Fahrkarte und die. Du kriegst doch mal was wieder, nämlich 2,80 €. Wie gesagt, ich habe ja gerade angeschaut, wie wir fertig sind. Gut. Das heißt, wir steigen mal kurz aus und nochmal Fahrkarten checken. Na klar. Augenblick. Fahrkarte. Ach ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Busfahren braucht. Ja, das nicht nur zum Busfahren, sondern auch zum Zugfahren. Du kannst dich auch hinsetzen, du brauchst nicht die stehen. Die Seelöwen im Arnoldspark haben jetzt Junge. Die will ich unbedingt sehen. Augenblick. Die sind bestimmt nie. Cool, die hat eine Maske sogar aus. Hier, bitte. Klar. Moment. Hier. Halt. Hier ist sie. Ist die Zollstelle was? Ach so. Hier. Okay, perfekt. Dann haben wir sie alle kontrolliert. Und dann kann man den Bus übernehmen und mal weitermachen. Ja, für den Türen lässt sich immer so schlecht fahren. Ah, wird bestimmt. Na komm, Digga. Warte. Die Kreis hat tatsächlich über. Die NPCs, die Frauen tatsächlich komplett über die Bürger, über den. Ja, ich drehe meinen natürlich ein bisschen hoch, aber nicht schlimm. Hätte eine Stelle. Alle mal aussteigen, Digga. Alle aussteigen. Ich würde weniger Digga sagen. Perfektion. Jo. Na, sieh mal einer an. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Oh, cool. Den Bus und komm, ich habe eine Überraschung. Cool. Gibt's die Fahrkarten? Habe ich schon. Okay, wir haben tatsächlich gut, wir haben tatsächlich kein Dings übersehen. Kein Rennschwarzfahrer. Ich habe 4 Stunden zu spät erreicht, okay, das ist klar, dass die Sache passiert halt. Als Fußgänger angefahren am Anfang, das war natürlich sehr teuer, 20.000, das ist klar. Und die alte Position, das war ganz ein Lag einfach. Aber okay, wir haben es gut gelöst und weiter. So, jetzt haben wir da eben auf den. Ah, wenn ihr nicht da unbedingt mir über den Weg gestehen müsst.
Haltestellen drin so. Kann ich hier einfach reinsperren? Entschuldigung, ja, dann komm her. Komm wieder raus, Digga. Alter, komm raus. Upsi, ja gut, hinten war noch offen. Das ist schade. Was? Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Ach, NPC fährt. Okay, cool. Gut, dann gucken wir uns mal an, was wir so kriegen. Wir haben dürfen den ersten Bus kaufen. Und das war mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss bei Bus im Alter 21.